Daten und Identitätsklau. Besonders junge Leute sind betroffen. Das ist sad, man. Das besagt der Sicherheitsindex 2015 der Initiative Deutschland sicher im Netz. 83% der 16- bis 19-Jährigen waren innerhalb der letzten 12 Monate Opfer. Ursache ist hier oft Fahrlässigkeit. 30% öffnen einfach unbekannte Links und Dateianhänge. Fast genauso viele verzichten auf Firewalls und nur die Hälfte aller Jugendlichen wechselt regelmäßig das Passwort. Und wie kann man sich schützen? Virenprogramme, Systeme und Geräte aktuell halten. Außerdem Gast-WLAN-Zugänge bedacht nutzen, denn für jeden weiteren Netzwerkteilnehmer sind deine Daten potenziell unverschlüsselt. Natürlich gibt es noch viel mehr. App-Zugriffe prüfen, sichere Passwörtersysteme, nicht überall einfach seine Daten rausrücken, sich immer und überall wieder ausloggen und. Aber vergesst auch nicht, eure Kontoauszüge zu checken, denn wenn das Konto erstmal angezapft ist, na dann Halleluja. Noch mehr nützliche Tipps findet ihr in den Quellen in der Videobeschreibung. Ständige Passwort-Hacks sind mit dafür verantwortlich, dass sich viele Leute im Netz nicht hundertprozentig sicher fühlen. Das will die Fido-Allianz, eine Non-Profit-Organisation, der an die 150 Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Visa angehören, angehen und das klassische Passwort ablösen. Bisher hat Fido zwei Standards entwickelt. Authentifizierung durch Fingerabdruck oder Iris-Scan oder über einen Sicherheitstoken, der über USB angeschlossen werden kann. Ja gut, so das Gelbe vom Ei ist das aber auch nicht, oder? Ich meine, USB-Sticks können geklaut werden und Fingerabdrücke sind vor Hackern auch nicht sicher. Die Scanner hacken durch ein hochauflösendes Foto überlisten oder die Iris fotografieren. Und so einfach wie ein Passwort tauscht sich ein Fingerprint auch nicht, wenn er erstmal geklaut ist, oder? Nicht zu vergessen, Fidos Mitglieder, die Unternehmen, würden ja auch am meisten von den neuen Standards profitieren. Experten empfehlen die Zwei-Faktor-Authentifizierung, über die wir schon in Folge 8 berichteten. Hierbei werden Nutzername und Passwort an eine zusätzliche Notwendigkeit gekoppelt, wie einen PIN, der an den Kontoinhaber per Handy übermittelt wird. Hat aber auch Lücken, wenn Leute primär ihr Handy für alles nutzen und dort sowohl Passwort 1 als auch Passwort 2 generieren, hat ein Angreifer leichtes Spiel. Er müsste nur das Handy infiltrieren und hätte Zugang zu allem. Unsere Newsnummer ist die 3 Millionen. Denn 3 Millionen Beleidigungen gibt es auf Twitter. Jeden Tag. Das ergibt eine aktuelle Studie des Think Tanks Demos, bei der sie Rassismus auf Twitter untersuchten. 2014 waren pro Tag noch 10.000 Tweets aller Beleidigungen rassistisch. Heute sind es über 484.000 pro Tag. Das ist ein Anstieg von 4.800%. Hier muss man natürlich auch den Wachstum von Twitter selbst berücksichtigen, aber holy moly! Allerdings sagt die Studie auch, dass die meisten Beschimpfungen und Beleidigungen nicht unbedingt beleidigend und herabsetzend gemeint sind. Außerdem werden manche Wörter, die früher gezielt als rassistische Beleidigung benutzt wurden, jetzt vermehrt als normales Wort verwendet. Social Media könnte also die Definition und Entwicklung von Sprache fördern, aber auch Rassismus neue Türen öffnen. Genug Hirnfraß für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und hier findet ihr bis dahin noch zwei richtig coole Videos von mir. Zombie Boys wieder friedlich, Prädikat, Brain Fat. Nicht, oder? Ich meine, USB-Sticks können geklaut werden und Fingerabdrücke sind vor Hackern auch nicht sicher. Die Scanner hacken durch ein hochauflösendes Foto überlisten oder die Iris fotografieren. Und so einfach wie ein Passwort tauscht sich ein Fingerprint auch nicht, wenn er erstmal geklaut ist, oder? Nicht zu vergessen, Fidos Mitglieder, die Unternehmen, würden ja auch am meisten von den neuen Standards profitieren. Experten empfehlen die Zwei-Faktor-Authentifizierung, über die wir schon in Folge 8 berichteten. Hierbei werden Nutzername und Passwort an eine zusätzliche Notwendigkeit gekoppelt, wie einen PIN, der an den Kontoinhaber per Handy übermittelt wird. Hat aber auch Lücken, wenn Leute primär ihr Handy Daten und Identitätsklau. Besonders junge Leute sind betroffen. Das ist sad, man. Das besagt der Sicherheitsindex 2015 der Initiative Deutschland sicher im Netz. 83% der 16- bis 19-Jährigen waren innerhalb der letzten 12 Monate Opfer. Ursache ist hier oft Fahrlässigkeit. 30% öffnen einfach unbekannte Links und Dateianhänge. Fast genauso viele verzichten auf Firewalls und nur die Hälfte aller Jugendlichen wechselt regelmäßig das Passwort. Und wie kann man sich schützen? Virenprogramme, Systeme und Geräte aktuell halten. Außerdem Gast-WLAN-Zugänge bedacht nutzen, denn für jeden weiteren Netzwerkteilnehmer sind deine Daten potenziell unverschlüsselt. Natürlich gibt es noch viel mehr. App-Zugriffe prüfen, sichere Passwörtersysteme, nicht überall einfach seine Daten rausrücken, sich immer und überall wieder ausloggen und. Aber vergesst auch nicht, eure Kontoauszüge zu checken, denn wenn das Konto erstmal angezapft ist, na dann Halleluja. Noch mehr nützliche Tipps findet ihr in den Quellen in der Videobeschreibung. Ständige Passwort-Hacks sind mit dafür verantwortlich,
dadurch, dass sich viele Leute im Netz nicht hundertprozentig sicher fühlen. Das will die Fido Allianz, eine Non-Profit-Organisation, der an die 150 Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Visa angehören, angehen und das klassische Passwort ablösen. Bisher hat Fido zwei Standards entwickelt: Authentifizierung durch Fingerabdruck oder Iris-Scan oder über einen Sicherheitstoken, der über USB angeschlossen werden kann. Ja gut, so das Gelbe vom Ei ist das aber auch für alles nutzen und dort sowohl Passwort 1 als auch Passwort 2 generieren, hat ein Angreifer leichtes Spiel. Er müsste nur das Handy infiltrieren und hätte Zugang zu allem. Unsere Newsnummer ist die 3 Millionen. Denn 3 Millionen Beleidigungen gibt es auf Twitter. Jeden Tag. Das ergibt eine aktuelle Studie des Thinktanks Demos, bei der sie Rassismus auf Twitter untersuchten. 2014 waren pro Tag noch 10.000 Tweets aller Beleidigungen rassistisch. Heute sind es über 484.000 pro Tag. Das ist ein Anstieg.